Hallo alle miteinander, schönen guten Tag, willkommen zur Pressekonferenz vor unserem ersten Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Ich darf Ihnen vorab, bevor wir die Fragerunde mit Jürgen Klopp starten, sagen, dass wir fast ausverkauft sind. Es gibt noch 1000 Gästetickets und die werden ab 13 Uhr in den Tageskassen vor der Nordtribüne erhältlich sein. Können dann auch gleich starten mit Ihren Fragen an Jürgen Klopp bei einem rechtzeitigen Handzeichen. Bitte frühzeitig, sind wir gerne mit dem Mikrofon schnell bei Ihnen. Wer möchte starten? Peter Schwennecker bitte in der zweiten Reihe. Ja, eine Frage, wie weit ist Hendrik Mkhitaryan und reicht das schon für 90 Minuten, gehört er überhaupt zum Aufgebot? Das mit den 90 Minuten müsste man dann testen, das kann ich im Moment nicht einschätzen. Wir haben vorgestern haben wir ein Spielchen gemacht, untereinander waren da genügend Amateurspieler da, sonst waren nicht so viele da. Da hat es zumindest schon mal für 70 gereicht und wurde von Minute zu Minute besser, sicherer, alles flüssiger, weil es ist doch schon ein paar Tage her, dass er ganz normal Fußball gespielt hat. Damit ist eigentlich geklärt, dass er zum Aufgebot gehören wird, wenn da jetzt nichts mehr passiert. Ausgehen. Und ja, wie wir beginnen, das müssen wir schon noch einen Moment abwarten, aber das sah sehr ordentlich aus. Martin Feier mit der BVB-Total-Zuschauerfrage. Darf Martin keine anderen Fragen stellen? Nein. Achso. Doch, dürfte ich eigentlich auch. Ich probier. Aber du denkst erst gar nicht nach, wenn du über eine Umsättel stehen hast, auch recht. Die Lisbeth Brümmer hilft uns da aus und sie fragt, sehr geehrter Herr Klopp, Schwarz-Gelb hatte unter der Woche zahlreiche Nationalspieler zu Länderspielen abgestellt. Wie sah eigentlich die Vorbereitung auf das Spiel gegen Braunschweig aus? Erstmal freut mich, den Namen Lisbeth zu hören. Meine Mutter ist erst heute Morgen abgereist, war eine Woche da, heißt Lisbeth. Ja. Trotzdem haben wir trainiert, ja, obwohl meine Mutter da war. Und wie ich eben gesagt habe, das ist, man gewöhnt sich so ein bisschen dran an den Vorgang, dass, wenn Länderspiele sind, so unnötig und unsinnig dieser Termin ja auch, ich würde jetzt einfach mal sagen, war, weil ich glaube, er ist hiermit auch für immer weg. Ich glaube, den gibt es nicht mehr, nach einer Woche, nach dem ersten Spieltag direkt ein Länderspiel zu machen. In anderen Ländern war noch gar kein Spieltag. Also es ist nicht so wahnsinnig prickelnd, aber wir haben uns daran gewöhnt. Wir hatten dadurch, dass Micky da geblieben ist und Oba da geblieben ist, hatten wir dann doch 6 eigene. Dann Ovo, als sich mittlerweile auch, oder als mittlerweile auch wieder fitter Spieler, als Gastspieler hatten wir 7 und den Rest haben wir mit Amateuren aufgefüllt. Also wir konnten total gut trainieren, das war kein Problem, obwohl von Amateuren ja auch einige weg waren, U19, U20 und so weiter. Und das hat gut hingehauen. Der Nachteil ist, du kannst jetzt mannschaftstaktisch nicht viel machen, aber da setze ich mal auf das, ja, Langzeitgedächtnis. Wir haben ja bis letzte Woche alle gemeinsam trainiert, jetzt waren wir 4 Tage getrennt, das sollte schon gehen. Aber es ist trotzdem immer eine Herausforderung, muss man auch sagen. Also gar nicht so sehr das Training, weil das ist unproblematisch, sondern ja, oft auch das Abgewöhnen wieder der Abläufe in den Nationalmannschaften, weil es wird ja einfach völlig anders gespielt. Und das ist ja kein Kindergeburtstag, von heute auf morgen immer den Schalter wieder umzulegen. Da werden wir aber rangehen und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das auch hinbekommen. Häufig genug hat schon geklappt. Und dann ja, uns der Herausforderung Braunschweig stellen. Die Fußball-Anne, Anne van Eickels, WDR2. Braunschweig ist dein ehemaliger Zimmerkollege, Thorsten Lieberknecht, Trainer. Was ist der denn für ein Typ? Er hat uns verraten, dass du früher auf der Toilette rauchen musstest. Stimmt das? Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das, also Thorsten eine Petze ist, ehrlich gesagt. Und so richtig kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, aber er wird das besser wissen. Also denke ich mal, als Jünger, das bessere Gedächtnis. Und so oft haben wir aus unterschiedlichen Gründen, das könnte einer gewesen sein, auch nicht auf dem Zimmer gelegen. Meine hauptsächlichen Zimmerkollegen waren Gernot Ruf. Ich weiß gar nicht, was Gernot im Moment macht. Ich glaube, der ist Lehrer. Dann haben wir Jürgen Kramny, das Trainer bei VfB Amateur, und David Wagner, unser Amateur. Mit denen lag ich deutlich länger auf dem Zimmer. So. Das dazu, aber mit Thorsten, das ist ein super Typ und scheint ein überragender Trainer zu sein, weil ich ehrlich gesagt im kompletten letzten Jahr gedacht habe, mit Braunschweig muss man echt nicht aufsteigen, also in der Liga.
Nicht, dass Braunschweig nicht gut gewesen wäre, ganz im Gegenteil, die waren sogar richtig gut, aber vor allem das Mannschaftsspiel war richtig gut und es gab ja nun mal so ein paar Mannschaften, die auch aufsteigen wollten, wie beispielsweise Kaiserslautern oder der 1. FC Köln, um Nummer 2 zu nennen, die sicher viel bessere Voraussetzungen haben und die haben das nicht geschafft, ganz im Gegenteil, sie haben Braunschweig jetzt hinter sich gelassen und das sagt alles aus, dass er als Typ früher nett war und heute, das muss ich noch überprüfen, aber das steht außer Frage und es freut mich für ihn total. Man merkt, an Thorsten merke ich, wie alt ich geworden bin, weil er war mein Mitspieler und mein Spieler sozusagen, also und ist jetzt auch schon Trainer und da sieht man, wie die Zeit rennt, ja. Alles, aber ich freue mich, ihn zu sehen und wir werden uns freundlich begrüßen, ja, und dann hoffentlich mit einem nicht so tollen Ergebnis wieder nach Hause schicken, aber es wird an unserem Verhältnis nichts ändern. Harald Grundmann für die ARD. Jürgen, was erwartest du für ein Spiel gegen Eintracht Braunschweig? Wenn man vorher so gehört hat, ist für viele Braunschweig Abstiegskandidat Nummer 1 und so. Aber wird dem, glaube ich, nicht so ganz gerecht, was diese Mannschaft ja, zu leisten imstande ist, oder? Ja, an solchen Diskussionen und nicht mal in Gedankenspielen habe ich mich also mein Leben lang noch nicht beteiligt. Das hat mich noch nie interessiert, im Vorfeld einer Saison einschätzen zu müssen oder zu sollen, wer irgendwie später auf welcher Position einkommt. Das, was ich eben gesagt habe über Braunschweig, das macht es natürlich auch dieses Jahr erstens für Braunschweig mehr als möglich, alle zu überraschen und für uns macht es das auch dann so eine unangenehme Aufgabe, weil die Abläufe sitzen. Ja, ein bisschen Probleme haben sie jetzt, klar, jetzt sagen, Dogan kann nicht spielen und Kumbela, denke ich, hätte Thorsten auch gerne in der Mannschaft, aber ansonsten sitzen die Abläufe. Sie haben ein paar gute Neuzugänge dazu bekommen, das alles mit einem wirklich kleinen Etat und das ist eine Mannschaft, die über diese mannschaftstaktischen Maßnahmen kommt, die das gut verteidigt und eigentlich alle Spiele, die wir so gesehen haben, wie hieß der Nordcup oder was? War, glaube ich, ganz am Anfang der Vorbereitung in Hamburg. Da haben sie auch so ein bisschen Anfangsprobleme gehabt und dann sind sie aber immer richtig aufgekommen. Und jeweils die zweite Halbzeit war deutlich stärker. Und ich, ja, wir sollten davon ausgehen, dass irgendwann diese Anpassungsprobleme abgestellt sind und sie zwei starke Halbzeiten spielen können. Und das wird, ist das, worauf wir uns einstellen. Aber taktisch gut, gutes Umschaltspiel. Sehr unangenehm zu spielen, das wollen sie auch sein, sind aggressiv in den Zweikämpfen und ja, bereit, jeden kleinen Fehler wettzumachen. Was einfach eine gute Fußballmannschaft ausmacht, kann man in Braunschweig relativ gut beobachten. Boris Rupert. Eine der großen Stärken der Braunschweiger war in der vergangenen Saison waren die eigenen Standards. Die haben sie genutzt, um in Führung zu gehen und dann per Konter nachzulegen. Du warst mit dem Verteidigen eurer Standards in der vergangenen Saison nicht so zufrieden. Auch die Zahl der Gegentore sprach dagegen. Ist das nochmal ein Thema jetzt in den Trainingseinheiten bis zum Spiel? Na, wir haben das schon sehr häufig angesprochen, nicht nur Defensivstandards, generell unser Defensivverhalten. Ich finde, man muss das jetzt nicht im Wochenrhythmus nochmal wiederholen. Wenn man eine Schwäche immer wieder anspricht, dann oder eine vermeintliche Schwäche immer wieder anspricht, dann verstärkt sich die oft auch, anstatt sie weggeht. Nee, also das ist zuallererst ja mal ein Verhalten in den 1 gegen 1 Situationen, weil wir ja gegen einen Mann verteidigen bei Standardsituationen. Das heißt, wenn ich den Ball nicht kriege, darf mein Gegenspieler eben auch nicht kriegen. Dann fliegt er im schlechtesten Fall hinten ins Aus. Das würde Abstoß bedeuten. Das ist also nicht so ein großes Drama. Und dementsprechend ist das klar. Für uns war das ein Thema, aber dass ich jetzt nochmal explizit anspreche, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Jetzt, wo du mich nochmal draufgebracht hast, denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Aber ehrlich gesagt, glaube ich eher nicht. Ich habe alles gesagt dazu. Das Verhalten, wir werden machen, ist sowieso nochmal Standardsituation. Und da sind auch relativ viele Defensivstandards dabei. Da kann ich beobachten, wie groß die Bereitschaft ist, sich da wirklich, ja, in den allerengsten Räumen auf dem Feld, das ist ja bei Standardsituationen so, ganz, ganz konsequent zu verhalten, ohne dabei faul zu spielen. Weil das macht natürlich wenig Sinn. Und sollte da irgendwas auffällig werden, dann würde ich vielleicht nochmal darauf hinweisen. Die Krampe, Hohe Nachrichten. Du hast ja über deine Mannschaft gesagt, es wäre schlimm, wenn sie am ersten Spieltag ihr bestes Saisonspiel machen würde. Das war sicherlich auch nicht der Fall in Augsburg. Wie sieht denn bei euch so der nächste Schritt jetzt aus? Was erwartest du? Ich
Ja, erstmal müssen wir ja so aufstellungstechnisch ein bisschen variieren. Müssen, dürfen, können. Das verändert ja schon mal das eine oder andere. Grundsätzlich geht es ja darum, dass wir natürlich in Augsburg gerne von Beginn an so flüssiger im Spiel gewesen wären, dass das Ganze leichter ausgesehen hätte, ohne leicht zu sein. Ja, aber es war ja so, dass eben der Gegner mit sehr harten Zweikämpfen ins Spiel gestartet ist. Und danach ja, also es uns nicht Respekt eingeflößt hat, aber so eine Gangart festgelegt hat. Und danach waren wir jetzt nicht, und das habe ich ja auch schon mal gesagt, wir mussten uns an viele Dinge wieder gewöhnen, auch an die Intensität der Bundesliga, waren wir eigentlich dann ordentlich im Spiel. Aber das Problem war ja nicht, dass wir besonders schlecht gewesen wären, sondern das Problem war, dass Augsburg das relativ gut gemacht hat. Und wenn man dann so das Lineal anlegt, da steht dann drauf, ausgeglichenes Spiel und die eine Mannschaft heißt Dortmund, die andere Augsburg, dann hat automatisch Dortmund anscheinend ein schlechtes Spiel gemacht. Wir waren nicht schlecht. Wir waren nur nicht überragend und damit kann ich dann doch auch an vielen Tagen relativ gut leben, auch wenn man das andere immer wieder versuchen sollte. Zweite Halbzeit war es aber natürlich dann deutlich besser und daran anzuknüpfen ist nämlich der Plan. Also dann wirklich den Ball laufen zu lassen, in unseren typischen, für uns immer wieder wichtigen Situationen, in den Gegenpressing-Momenten einfach total präsent zu sein, dem Gegner, wenn er denn einen Ball abfängt, ihm nicht die Möglichkeit zu geben, daraus selber einen Gegenangriff zu spielen. Und das ist so der Plan. Also wir wollen für uns Schritt für Schritt, aber es ist auch nicht so, dass wir so eine To-Do-Liste da liegen haben, die wir dann abhaken während dem Spiel, sondern wir müssen uns schon auf den jeweiligen Gegner auch einlassen. Und Augsburg zu Hause ist ein anderes Spiel als Braunschweig auswärts. Also und deswegen müssen wir uns darauf einstellen. Das werden wir tun, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wer für uns in welcher Verfassung ist und auflaufen kann, weil die Jungs ja nochmal die Belastung unter der Woche hatten. Und den Tag heute, den nehme ich mir dafür auf jeden Fall noch, da ein bisschen Eindrücke zu sammeln. Die nächsten drei Punkte ist das Ziel. Also das ist ja völlig außer Frage. Also das ist, wir haben auswärts gewonnen, was nirgendwo in der Bundesliga selbstverständlich ist, in Augsburg eben auch nicht. Und das muss man jetzt veredeln sozusagen. Björn Pinno. Wie groß ist denn die Last, dieses Veredeln auch machen zu müssen? Weil das die Erwartungshaltung aus dem Umfeld von den Fans gegen Braunschweig, sollte es dann doch schon mal ein Sieg sein. Und das ist ja schon durchaus auch ein gewisser Druck, der dann da entsteht. Ja, wir haben Druck. Aber also, wenn jetzt die Dortmunder Fans so drauf wären, dass sie sagen würden, na, gegen Braunschweig gucken wir uns erstmal an, wenn sie nicht hoch verlieren, sind wir auch noch zufrieden. Also wir, das wäre ja auch irgendwie komisch. Also wir sind sehr ambitioniert, was diese Bundesliga-Saison angeht. Die komplette Saison, alle Wettbewerbe und dementsprechend werden Heimspiele auf eine bestimmte Art angegangen, die idealerweise keine Missverständnisse aufkommen lässt. Aber ob uns das dann gelingt, werden wir sehen. Wir haben viele Dinge besser zu machen als im letzten Jahr. Wir haben massenhaft Punkte zu Hause abgegeben, das wissen wir schon. Trotzdem hatten wir irgendwie das Gefühl im Rückblick, so schlecht war das alles nicht. Und das ist ja eigentlich eine sehr gute Situation. Das heißt, man ist nicht in einer Situation, wo man so viel wieder gut machen muss. Man kann auf das, was letztes Jahr war, aufbauen, indem man das Negative ein bisschen vermindert und das Positive noch verstärkt. Da haben wir eine sehr positive Situation, die wollen wir gerne nutzen und ausbauen. Aber also das Thema Druck jetzt am zweiten Spieltag vor einem Heimspiel als belastend zu empfinden, das kann ich nicht bestätigen. Das ist eine normale Situation für uns, mit der wir umgehen können, ja, allerdings auch umgehen müssen, das stimmt. Jetzt haben wir Druck auf dem Kamerapodest, die Frage muss gut sein, wir sind gespannt. Sie haben am Samstag versucht, die Euphorie um Ihren dreifachen Torschützen Aubameyang ein bisschen zu bremsen. Was hat er diese Woche für einen Eindruck gemacht? Muss man ihn ein bisschen einfangen oder hat er das überhaupt schon realisiert, dass er im ersten Bundesligaspiel drei Tore gemacht hat? Man muss sie überhaupt nicht einfangen. Ich hatte auch keine Sorge diesbezüglich. Ich wollte nur nicht, also um ehrlich zu sein, es war ja klar, dass das eine besondere Geschichte ist. Also war für uns auch, war zum einen nicht nur besonders, sondern auch sehr, sehr wichtig. Aber so diese ganzen klassischen Dinge, die dann doch der Boulevard immer gleich so gerne macht, also Home-Stories eine nach der anderen und wie tickt der Drei-Tore-Bomber und so weiter.
Also das fand ich jetzt ein bisschen lästig, also direkt vor allem in der ersten Woche. Ja, wenn da jetzt irgendwie noch bunte Möbel zu Hause gestanden hätten, oh Gott. Ja, dann, also diese Dinge, da war ich ganz froh, dass wir da so halbwegs drum rumgekommen sind. Ja, und einfach nur, um da auch denn es gibt überhaupt keinen Grund, aus einer extrem positiven Geschichte mit 3 Toren auf einmal auch da eine Drucksituation entstehen zu lassen, nach dem Motto, also wenn er jetzt beim nächsten Mal nicht 3 macht, dann ist es schon schlechter als in Augsburg. Also, das ist ja Quatsch. Das ist außergewöhnlich, 3 Tore macht man nicht oft. Und das ist so positiv, dass ich ihm ja, da gerne ein bisschen bei geholfen habe, das auch ausschließlich positiv zu sehen. Und Umgang von ihm damit war sehr gut, aber ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet. Also die Arme waren nicht die ganze Woche oben. Ganz normal trainiert und hat sich bemüht und weiß, dass er arbeiten muss, um entweder Form zu halten oder zu verbessern. Und es gibt viele Dinge, woran wir mit ihm arbeiten können. Aber es ist eben auch schon extrem viel da und das macht die Sache so spannend. Die letzten 3 Fragen bitte. Die erste kommt von Oliver Müller, Sport1, und dann gehen wir zu Sascha Boczynski, Sky. Ich würde gerne noch einmal kurz auf den ehemaligen Mannschaftskollegen Thorsten Lieberknecht zurückkommen. Der hat heute auch eine Pressekonferenz gegeben, hat sich sehr lobend über deine Arbeit und über deine Mannschaft ausgelassen und kam dann zu dem Schluss, er würde mit Eintracht Braunschweig beim kommenden deutschen Meister am Sonntag spielen. Wenn man jemanden so gut kennt, verzeiht man ihm dann solch eine Aussage? Ja, ich müsste es gesehen haben. Ich weiß nicht, ob er getrunken hat vor der PK oder sonst. Deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich was zu sagen, aber ja, das ist sehr nett. Und vermutlich glaubt er das sogar, aber das ändert ja nichts an den Tatsachen. Ja, also ich musste dir das schon so viele Fehlpässe verzeihen und Momente, in denen er mich nicht angespielt hat, es fällt mir leicht, so eine Aussage damit reinzupacken. Zu Ilkay Gündoğan. Gestern kam die Nachricht, dass er euch länger fehlen wird. Erste Frage, wie schwer wiegt der Ausfall in seiner momentanen Form? Und zweite Frage, wie fit war er, als er zur Nationalmannschaft gefahren ist? Sprich, war es vielleicht ein bisschen leichtsinnig von ihm, gegen Paraguay aufzulaufen? Ach was. Das ist so, dass Ilkay, habe ich ja gesagt gehabt letzte Woche, hatte immer wieder kleinere Probleme, die aber nie, er hatte auch ein bisschen Magen-Darm in der Phase, in der Kuba und Pierre eben die Probleme hatten. Er hat es nicht so schlimm wie die beiden, aber er hat es ein bisschen. Das hat ihn natürlich geschwächt. Dann hat er ein bisschen Nackenprobleme gehabt, dann sind die Probleme in den Rücken runtergerutscht. So, und dann fährt man zur Nationalmannschaft. Es war von vornherein klar, dass sie ihn dort untersuchen würden und gucken würden. Und am Ende muss ein Fußballer die Entscheidung treffen, ob die Probleme so sind, dass man spielen kann oder eben nicht. Und im Nachhinein zu sagen, man hätte das nicht machen dürfen. Ich war selber Spieler. Ja, das ist sehr leicht. Aber ich mag ehrlich gesagt lieber jemanden, der das dann trotzdem versucht und dann eben feststellt, dass es nicht so gut ist. Und nachher heißt es dann, es war nicht wahnsinnig clever, als jemand, der beim ersten Husten sagt, ich brauche erstmal 4 Wochen, keine Ahnung, Aufenthalt in den Alpen. Ja, so. Deswegen ist das unglücklich gelaufen, aber kein Problem. Er wurde von den besten Leuten behandelt. Alle haben das so eingeschätzt, dass es gehen könnte. Ich hatte ständig Kontakt mit ihm. Und natürlich ist es ihm jetzt nicht glücklich drüber, dass es so gekommen ist. Aber bitte. Er hat noch keine 500 Länderspiele. Er möchte jedes einzelne mitnehmen. Hat in dem Tag auch ein Tor geschossen. Vielleicht lag es daran, dass er ein bisschen fest war im Rücken. Jetzt ist er verletzt. Also wenn es bei den 2 Wochen bleibt, dann es werden in dieser Saison noch andere Leute irgendwie uns mal fehlen. Und der Grund ist dann eigentlich immer völlig wurscht, weil es geht nur um die Tatsache, dass. Und unsere Aufgabe ist, damit dann umzugehen. Und Ili fehlt uns natürlich. Ja klar. Aber wir haben versucht, einen Kader aufzustellen, wo wir eben genau solche Dinge dann auch mal regeln können. Und das können wir. Und jetzt kann er sich auskurieren, das wird er tun. Und danach uns in den unglaublich intensiven Wochen dieses Jahres dann hoffentlich völlig verletzungsfrei zur Verfügung stehen. Aber ich war jetzt nicht so, ich habe vor dem Fernseher gesessen und dachte, ja, Weltklasse. Ja, also, das hat keinen Riesenspaß gemacht. Da hat Schmeller noch 2-mal einen Schlag auf den Fuß bekommen. Marco war leicht erkältet und so weiter. Das war jetzt kein Abend, an dem ich ein Länderspiel genossen hätte. Aber wo ist es halt? Weiter geht's. Und schon sind wir bei der Abschlussfrage. Bitte schön. Mats Hummels hat für seinen Auftritt gegen Paraguay relativ harsche Kritiken bekommen. Wie bewerten Sie A, seinen Auftritt, B, eben die Bewertung seines Auftrittes und in welcher Verfassung ist er hier angekommen?
Seine Bewertung oder die öffentliche? Ja, was daraus gemacht wurde, genau. Die öffentliche Bewertung, auch die Bewertung nicht ganz unmaßgeblicher Personen bei der Nationalmannschaft. Von wem? Nicht ganz unmaßgeblich. Der Jogi Löw hat sich auch ein wenig kritisch geäußert. Ja. Ja. Also sagen wir so, ich habe was Jogi gesagt hat, nicht gehört. Und ich weiß nur, dass Dinge, die wir als Trainer sagen, also er ist Abwehrspieler, der Ball wird in seinen Rücken gespielt beim ersten Tor. Und ich glaube, im dritten geht es auch relativ zügig. Und damit ist er nicht aus der Verantwortung, das ist schon mal vollkommen klar. Ich fand die Erklärung von Philipp Lahm relativ schlüssig, dass man aus unterschiedlichen Mannschaften kommt, sich einen bestimmten Spielstil aneignen will für die Nationalmannschaft und diese Dinge nicht hundertprozentig laufen. Es gibt zwei Möglichkeiten bei dem ersten Tor. Entweder Mats muss tiefer stehen oder Per Mertesacker muss höher stehen. Wenn eins von beidem nicht passiert, dann soll der Ball da nicht hingespielt werden. Das heißt, du brauchst Druck auf den Ballbesitzer. Das ist ja den Bewertern aber immer völlig wurscht. Und ich verdiene einen Großteil meines Geldes deshalb, weil so wenig Leute Ahnung von Fußball haben. Das Problem, das ist ja kein Problem. Das Problem ist nur, dass viele dieser Menschen über Fußball schreiben. Und dann, solange das so ist, werden solche Situationen immer einfach nur so festgemacht, der muss den Ball da doch also wegmachen. Wie kann das sein? Und deshalb habe ich das, Mats Weiß kennt seine Anteile an diesen Toren. Ansonsten fand ich seine Leistung komplett in Ordnung. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn du als Abwehrspieler so zweimal nicht völlig frei bist von Aktien an Gegentoren, aber sowas kommt vor. Und wie gesagt, das aus meiner Sicht sind das Abstimmungsprobleme. Und an diesem Tag, in dieser Nationalmannschaft, haben relativ wenig Leute, will ich es mal so sagen, mitverteidigt. Und das führt dazu, dass man Probleme hat im Fußball. Manchmal haben sie die halt hinten und idealerweise lösen sie die dann. Wenn sie das nicht können, dann rauscht es. Das war an dem Abend so. Finde ich nicht so schlimm. Die Nationalmannschaft hat 3-3 gespielt gegen Paraguay. Das hat keinen Einfluss auf die WM. Zumindest keinen negativen. Da bin ich mir schon mal sicher. Danke für euer Interesse. Schönes Wochenende und bis Sonntag. Tschüss.